Hallo und herzlich willkommen heute mit einer neuen Kritik, denn heute geht es um die zweite Staffel von Cleo. Die erste lief ja auch schon bei Netflix und in der zweiten geht es immer noch um den roten Koffer. Und dieser muss gefunden werden und Cleo muss zusammen mit Sven, dieses ungleiche Paar, das nach und nach irgendwie zusammenkommt und zusammenarbeiten muss. Die beiden wollen den roten Koffer finden und dabei kommen ihnen einige Leute in die Quere, unter anderem der KGB, aber auch die CIA. Und so ist es dann immer wieder eine Auseinandersetzung zwischen den einzelnen Parteien. Ich muss sagen, die zweite Staffel hat mir besser gefallen als die erste, weil sie ein bisschen rasanter ist an einigen Stellen. Also es ist nicht mehr so klein und nur auf Berlin oder Deutschland bezogen, sondern wir gehen auch raus, ein bisschen größer. Das hatten wir zwar in der ersten auch schon mit Mallorca und so, aber es ist wirklich schöner gelöst, wie ich finde, hier. Und es ist vor allem halt, hat diesen Ostblock-Charme, der für die DDR hier mit drin ist, ein bisschen stärker herausgearbeitet. Das fand ich sehr, sehr schön. Und die Action ist, finde ich, auch ein bisschen besser geworden. Es liegt vielleicht auch daran, dass sie ein bisschen mehr Budget hatten, entweder insgesamt oder halt, weil sie auch zwei Folgen weniger als in der ersten Staffel produziert haben. Allerdings muss ich immer noch sagen, dass ich mit der Figur Cleo nicht so richtig warm werde. Also mir sind alle anderen irgendwie sympathischer als die Figur Cleo selber. Das liegt aber auch vielleicht an dieser Zurückhaltung und den wenigen Emotionen, die diese Figur halt irgendwie zulässt. Und dementsprechend ist das immer noch ein bisschen steif. Ich kann verstehen, dass viele diese Figur toll und unterhaltsam finden, aber bei mir hat es irgendwie nicht so Klick gemacht. Da fand ich andere sehr, sehr gut. Ich finde Dimitri Schad oftmals auch ein bisschen anstrengend. Der ist hier auch oft anstrengend, aber auch irgendwie immer die lustige Komponente mit dabei. Das funktioniert, glaube ich, insgesamt ganz gut. Ich muss sagen, die zweite Staffel ist nett. Die kann man sich auf jeden Fall angucken. Sie haben unter anderem auch in Belgrad gedreht. Nicht alle Sets sind wirklich authentisch und so. Man merkt schon, sie haben versucht, das hinzukriegen. Manchmal hat es nicht hundertprozentig geklappt, das Originalset zu haben. Aber insgesamt fand ich es durchaus unterhaltsam, weil eben die Action, das Ganze ein bisschen rasanter inszeniert wurde und es nicht mehr so over the top teilweise war und dann auch schon klamaukig wie in der ersten Staffel, sondern das Ganze ein bisschen besser in den Rahmen gepasst hat. Ich fand ein paar Side-Stories auch ein bisschen langweilig und die sind auch relativ belanglos gewesen am Ende. Dementsprechend insgesamt aber ist eine solide zweite Staffel geworden. Schreibt mir mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Wart ihr Fans der ersten? Und dementsprechend finde ich die zweite auch ein bisschen besser mit 4 von 5 Punkten. Der ersten hätte ich 3 von 5 gegeben. Es ist solide, es ist unterhaltsam und es zeigt auch, dass wir in Deutschland halt auch ein bisschen abgedrehtere oder andere Sachen produzieren können als die klassischen Krimis zum Beispiel. Dementsprechend, das war's weit mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen hoch da, schaut auf dem Kanal vorbei, aktiviert die Glocke in diesem Sinne. Bis demnächst und immer schön weiterzocken. Ciao!